Hallo, heute ist der erste Weihnachtsfeiertag und wir gehen jetzt zum Finis seiner anderen Oma, also von Patty, die Mama. Und ich wollte euch mal mein Outfit zeigen, das habe ich gestern nämlich nicht gemacht und ich habe eigentlich das gleiche an, weil der Patty mich wieder im Kleid haben wollte. Aber ich habe diesmal keine rote Hose an, die hatte ich nämlich davor an und irgendwie sieht es aus, sich voll die Schatten. Naja, egal. Sondern habe jetzt eine graue Leggings an und da kommen noch Stiefel drüber, also das zeige ich euch jetzt mal kurz. Ja. Ich finde das Kleid, das macht mich irgendwie ein bisschen fett. Was meint ihr? Genau. Da habe ich wieder roten Lippenstift dran, weil ich den ja so liebe. Und ich glaube, das sieht man aber nicht, habe ich hier so einen Lidstrich gemacht. Mit einem Glitzer-Dings da. Und ich sehe, die Kamera ist schon wieder voll dreckig, die muss ich auf jeden Fall noch putzen. Finde ist ganz fleißig, immer am Backen und am Kochen. Der liebt seine Küche. Das war wirklich eine sehr gute Idee. Was an? Genau, Finns Outfit kann ich euch auch mal zeigen. Das haben wir auch erst gestern gekauft. Und ich finde den Pulli so, so süß. Schuhe anziehen. Da ist ein Papa-Pinguin und ein Baby-Pinguin. Und die sind voll süß. Papa. Genau, und die Hose ist auch neu. Ich finde, die hat sehr gut dazu gepasst. Wir müssen unbedingt wieder Haare schneiden. Ja. Ja, findest du auch? Machst du dann kein Theater mehr? Mal schauen. Wir nehmen unsere PS2 mit, weil wir so viele SingStar-Spiele haben und ich liebe ja SingStar-Spielen. Bestimmt nicht, weil ich immer gewinne. Nein, ich liebe das auch so. Auf jeden Fall wird es bestimmt ganz witzig. Und wir haben ein Brot gebacken, noch ein Dinkelbrot mit dem Thermomix, weil das so gut schmeckt und wir müssen das mit jedem teilen, dass jeder sieht, wie gut es schmeckt. Und Kinderschokoladenlikör und Eggnog. Also nach original amerikanischem Rezept. Schmeckt alles ganz gut. Und für die Kinder habe ich extra von dem Kinderschokoladenlikör noch was raus, bevor ich den Alkohol rein habe, dass die auch was zum Anstoßen haben, sonst ist das ja doof. So, jetzt gibt es noch eine Schokotorte. Nam, 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 nam. Und hier ist mein Kinderschokoladelikör. Wenn das scharf wird. Wird scharf! Aufpassen! Guck mal, die Langsam trinken. Ja, mit einpacken habe ich das so. Super! Mach's auf! Ja! Guck da, da musst du reißen. Da, guck. Na? Cool. Oh, cool. Ui. Oh, ein Pick-up. Oh, Papa, auf, Maxi. Sag mal danke, Maxi. Könnte. Was? Super. Ich weiß es nicht. Oh, nochmal Playmobil, super! Ich bin ja Playmobil! Ja, yeah. Schön aufmachen! Super! Aufmachen! Achso! Oma! Oh, wir müssen ja noch mehr geschenken. Mein Vater kann mit uns dann mal vorbei und dann Kaffee. Oh, wo ist die Kette? Schau mal. Fini sein. Sag danke. Danke. Bitte. Das sind Süßigkeiten. Oh. Finn, guck mal. Kennst du mal wieder rein? Oh, noch mehr. Ist Fini sein. Oh. Ja, stell's mal auf den Boden. Also, was nicht eingepackt ist, ist kein Weihnachten. In die Kiste können wir dann das ganze Papier anschauen. Ja, bitte. Aber, schmeiß auf den Boden. Hast du ein Tuch oder so? Ein Tuch? Ja, da ist halt ein Schokoladenhände. Das sind Servetten oben drauf. Ach, das auch mal hin? Ja, auch mal. Yeah. Dann tu mal auch mal hin, hier, reiß hin. Warte, ich mach dir den Anfang. Mama, hilfst du? Ja. Mama, jetzt, du reiß hin. Du reiß hin. Benni. Ja. Oh, hast du Kussi gegeben? Mama. Nein, das ist deins. Finny, seins. Mach auf,
Das ist doch nichts mal. Da ist ja nur noch. Ja, ja. Natürlich. Doch, da war Rocco dran. Ja, er soll euch helfen. Nein, er macht nicht allein. Du, Ui, ich habe auch eine Schuhe. Ich bin Finny. Ich habe auch Finny. Ein Buch, du liebst doch früher so. Ui, toll. Das will jetzt aufhören. Sollen wir aufmalen? Ja, Buch. Das ist klasse. Hey. Ja, ich mach gleich bei dir. Alter Schwede. Ja, aber Ernte. Meine, ja. Die Klamotten von Oma und mir. Ja, Mama macht. Super! Meine Jacke Nee. Ja. Schaut mal, ich habe ein Brot gebacken. Voll mega, das schmeckt so geil. Hey Lieben, mir fällt gerade auf, dass ich gar nicht wirklich Tschüss zu euch gesagt habe, sondern einfach nur Brot gefilmt habe und das war's. Und deswegen möchte ich das jetzt nachholen. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und einen Kommentar natürlich auch, da freue ich mich immer riesig drüber. Und ich hoffe, ihr habt auch schöne Feiertage und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.